Dann kaufen wir natürlich erstmal schnell das, schütten das rein. Ja, perfekt. Exakt das, was ich machen wollte. Nein, ich habe einfach die Tüte mit Salzwasser reingeschmissen. Und jetzt gibt er sie mir nicht wieder. Nein! Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Aquarist. Wo sind wir stehen geblieben beim letzten Mal? Ich glaube, ich hatte ja gesagt, ich würde gerne auch nochmal einen neuen Auftrag übernehmen. Wir sind gerade unten in unserem Keller und ich habe ja eigentlich so gut wie alles, was man hier kaufen kann, habe ich gekauft, oder? Fehlt mir da noch irgendwas? Ah, eventuell, ich glaube, ich muss das hier verkaufen. Vielleicht passt ja hier sonst auch nochmal ein Regal hin. Ha, sehr gut. Wusste ich doch. Dann kaufen wir das nämlich und machen das auch nochmal voll. So, jetzt haben wir das hier auch. Haben wir hier noch irgendwas, was man machen kann? Nee, ne? Ja, meine wunderschöne Wand. Die ist so hervorragend schön geworden. Wir brauchen 40.000 für unsere nächste Aufgabe quasi. Und was man nochmal machen könnte, wäre, dass wir hier den Rest auch streichen. Na, dann haben wir das wenigstens einmal quasi abgeschlossen. Dann würde ich nämlich den da mitnehmen, unsere Rolle mitnehmen. Ja, und dann streichen wir einfach nochmal hier, ne? Also besser als nix. Außerdem haben wir die Farbe schon. Ob das jetzt so perfekt zusammenpasst? Ich weiß ja nicht, aber der Artikel ist aufgebraucht. Was? Verkaufen. Na gut, ich hoffe, ich finde das gleich wieder. Welche Farbe war das denn nochmal? Die da. Ja, ich könnte halt auch so ein Schwarz noch nehmen auf der anderen Seite. Oder nochmal so ein Wandmaterial. Ach komm, wir sind mal mutig. Wir kaufen mal zwei davon. Alter, ist das teuer. Und theoretisch aber eigentlich auch nochmal... Gibt's eine neue Pflanze? Ich glaube, die oberste war neu. Ich werde trotzdem noch eine brauchen, deswegen nehme ich nochmal eine mit. Okay, also dann versuchen wir mal, hier, das da irgendwie auf der Seite nochmal so aufzunehmen. So breit. Oh nein, jetzt fehlt mir da noch eine. Ja, jetzt müssen wir durch. Da muss ich da noch eine von kaufen. Warum merkte sich denn nicht, wo ich war? Mann, das ist aber doof. Nee, das ist auch so teuer. Den Rest können wir jetzt so streichen. Und eigentlich, prinzipiell, müssen wir hier unten ja nicht mehr so viel machen, sondern eigentlich müssen wir jetzt nach oben und müssen in der Ausstellung quasi neue Sachen holen, um mit der Ausstellung dann auch noch zusätzlich Geld verdienen zu können. Ich glaube, das reicht gerade so. Ja, damit sind wir fertig. Das heißt, ich kann das schon mal wieder hier reintun. Das können wir auf den Boden werfen. Nein! Das sah aber nicht schön aus. Kann ich das nicht irgendwie so gerade hinschmeißen? Hallo, gerade. Ach, warum denn nicht? Ah, wenn ich draufklicke, schmeiße ich es gerade. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal geguckt habe, ob alles in Ordnung ist. Ja, die sind glücklich. Oh, da sind zu viele Fische drin. Doktorfisch. Der ist noch nicht erwachsen. 26. Der ist groß. 41. Hä, der ist auch noch nicht erwachsen? Der ist doch riesig. 38. Hä? Letztes Mal stand doch da immer, wenn da einer erwachsen war. Nein, von den Clownsfischen sind auch zu viele. Egal, ich verkaufe jetzt einfach so einen hier, aber... Oh, ich hatte doch einen für... Nein, das wäre er gewesen. Verdammt. Oh, dann verkaufe ich den auch. 53 ist das Höchste, was man haben kann bei dem. Wow. Die haben sich auch gerade vermehrt. 107. Ich muss darauf achten. Ich muss mir teure Fische kaufen. Was ist denn der teuerste Fisch? Ah, der ist gut. Die sind eigentlich schon wieder glücklich. Ich könnte sie jetzt so lassen. Der hat auch so eine maximale Größe. Na gut, ich habe gerade einen großen erwischt. Dann nehme ich den auch nochmal mit. Die vermehren sich halt einfach so unfassbar schnell. Und ihr hattet gesagt, das ist wohl nicht so schlimm, wenn man das halt ein bisschen dreckig lässt. Also da soll ich mir wohl keine Sorgen machen. Hier brauchen wir mehr Vegetation, habe ich gerade gesehen. Gucken wir nochmal einen kleinen Gubbi an. Ja, die sind immer glücklich irgendwie gefühlt. Okay, also dann holen wir nochmal ein bisschen Vegetation rein. Wir haben 24 Grad. Oh, immer erstmal wieder reinkommen. Süßwasser. Ich weiß leider nicht, was verkauft wurde. Bah, ich nehme einfach mal ein paar verschiedene Sachen. Reichen zwei. Darf ja immer nicht zu viel und nicht zu wenig haben. Ich glaube, das war vielleicht ganz gut. Einmal hier einer hin und dann vielleicht da hinten noch. Dann hoffen wir, dass das jetzt reicht. Maximale Größe. Soll ich den mal verkaufen? Ja, dem geht es auch wieder bestens. Blutpapageifisch gibt auch 89. Das ist ja sogar auch gar nicht übel. Ich gucke mir nochmal die kleinen an. Das geht ja gleich sowieso wieder in den Verkauf. Oh mein Gott, haben wir hier viel. Da ist so viel Zeug drin. Die ganzen Pflanzen sind ja riesig geworden. Die waren doch vorher nicht so groß. Roter Keilfleck-Bärbling. Ich meine, hier haben wir nur eine Rasse. Also eine, nennt man das Fischrasse oder eine Sorte? Fischsorte? Ich glaube ja, ich habe gerade so einen großen. Na, verkaufe ich den mal. Hier haben wir auch nur eine Sorte. Also in den kleinen habe ich immer nur eine Sorte drin, wenn ich mich da richtig erinnere. Oh nein, der braucht Dekoration. Der ist voll unglücklich. Und Hunger hat er auch. Fleischfresser, Süßwasser. Ich würde hier auch gerne nochmal investieren in so einen Fütterungsautomat. Ich hole mir nochmal so einen dunklen Stein und vielleicht noch so eine Skulptur. Nee, wir brauchen doch Süßwasser. Wir haben hier Salzwasser. Oh oh, ups. Ja, das geht ja natürlich nicht. Das ist alles, glaube ich, für Salzwasser. Dann kann ich ja nur so Stöcke oder sowas nehmen. Okay, dann nehme ich halt eine Wurzel. Ah, das hier können wir heute nochmal machen. Oben bei der Ausstellung. Hölzerne Wurzel. Schnell, schnell eine Wurzel kaufen. Gut, das heißt, ich kann hier nur einen so einen Stein reinschmeißen und so eine komische Wurzel. Na, da haben wir vorhin schon eine. Nee, nee, das darf ich nicht reinschmeißen. Wie geht's denen? Immer noch schlecht. Was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, warum geht's denn immer noch schlecht? Okay, wir hauen einfach schnell ein paar Steine rein. Den da... Völlig unwichtig gerade welcher. Oh, und so einer. Schnell rein. Eins.
Die brauchen es einfach sehr steinig. In der Hoffnung, dass das jetzt reicht. Da trage ich meine komische Büste vor mir her. So, aufmachen. Ja, mehr kann man hier nicht verdienen. Hatte ich das jetzt eigentlich eingestellt, dass man da was kaufen konnte? Ich glaube ja. Wow, 3.353. 100% Zufriedenheit. Ich hoffe, das hat auch was damit zu tun, wie das gestrichen ist, wie der Boden ist und ob da noch Müll rumliegt. Ich meine, das ist eigentlich auch Müll. 21 Besucher ist auch schon nicht schlecht. Erstmal wieder alles auffüllen. So, wir gehen einmal unseren Rundgang. Füllen hier wieder alles auf. Zack, zack, zack. Gucken wir, wie es da wieder aussieht drinne. Alle zufrieden, gerade so zufrieden. Also wenn ich da einen guten kriegen würde, so einen großen, dann könnte ich den auch direkt verkaufen. Da, maximale Größe. Weil da sind wir schon wieder ganz schön am Limit. Die sind, also die bringen zwar gut Geld, aber die sind schon ein bisschen anspruchsvoll. Wir haben zu viele Clownsfische. Da ist ein dicker, 27. Der ist immer noch nicht ausgewachsen. Ah! Verdammt. Ich glaube, ich habe keinen größeren gehabt. Das ist noch der beste hier. Den kann ich auch nochmal verkaufen. Aber sonst alles okay. Passt hier vielleicht auch noch ein Regal hin, wenn ich das verkaufe? Linke Maustaste. Oh, huch. Nein! Ich verkaufe jetzt auch die Leiter hier. Ich glaube, ich kann es nur wegschmeißen. Ach, schade, und es kommt auch kein neuer. Also kommt hier kein Regal oder irgendwas. Doof. Naja. Okay, das nochmal voll machen. Hier drüben nochmal alles wieder auffüllen. So, das ist auch wieder dreckig. Ist da überhaupt noch ein Fisch? Da. Ich dachte, wir haben hier alles verkauft. Oh, da sind aber wirklich wenige Fische geworden. Ich habe ja gar nicht gefüttert. Nein, das war doch genau das, was ich vergessen hatte. Ups, das da, Fleischfresser. Da müssen wir, glaube ich, ein paar Mal füttern. Eins, zwei... drei. Und hier auch bestimmt dreimal. Wir hatten beim letzten Mal schon Hunger eben. Das Wichtigste habe ich einfach nicht gemacht. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Kann ich die mitnehmen vielleicht, die Statue? Für oben? Mal schauen, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann liegt das ja wahrscheinlich einfach wieder auf dem Tisch oder so. Oh Gott, das ist laut. 2.300 auch hier wieder. Zufriedenheit 28%. Das ist wirklich noch sehr, sehr, sehr wenig. Ich habe es nicht mitgenommen, leider. Sauber gemacht wird der jetzt immer von alleine. Neuer Auftrag für einen Kunden gibt es hier auch. Oh, vielleicht mache ich das gerade mal. Ich kontaktiere Sie wegen meines Fernsehstudios. Ich möchte sein Aussehen ändern und etwas Erstaunliches tun, das die Popularität meiner Programme erhöht. Was? Das ist irgendwie nicht gut übersetzt, glaube ich. Wollte zwei Aquarien haben, eines davon ganz besonders. Ich mag selten gefärbte Seefische und möchte solche Aquarien bauen. Ich erzähle Ihnen alles vor Ort. Werden Sie kommen und sich um diesen Job kümmern? Okay, wir nehmen den mal an. Ich hoffe, hier ist alles versorgt. Hier hatte ich doch auch so ein automatisches Fütterungsding. Wo bin ich denn jetzt? Hoffentlich läuft die Zeit jetzt nicht weiter. Danke, dass Sie in mein Fernsehstudio gekommen sind. Wie ich geschrieben habe, brauche ich Hilfe. Ich hätte gerne etwas, das die Zuschauer schockiert. Also kam ich auf die Idee, ein Unterwasser-Arrangement mit TV-Akzent zu machen. Ich habe leider keine Ahnung von Aquaristik, aber letztendlich bist du dafür da. Ich möchte den Tisch in ein Aquarium umbauen und einen riesigen Wasserfernseher einbauen. Natürlich werde ich sie bezahlen, wenn sie alle Arbeiten erledigt haben. Warum haben die immer diese komische Angewohnheit, aus einem Tisch ein Aquarium zu bauen? Scheint ja total in zu sein. Ein riesiger Wasserfernseher. Was hat das zu heißen? Zerstöre den Tisch, auf dem die Nachrichten präsentiert werden. Wo werden denn hier Nachrichten präsentiert? Wo ist der Hammer? Muss ich einen Hammer kaufen? Oder liegt hier irgendwo ein Hammer herum? Ist das der Tisch vielleicht? Also wenn hier kein Hammer rumliegt, muss ich wahrscheinlich einen kaufen. Für 9 Dollar. Na gut. Was soll ich zerstören? Das da? Wird das hier präsentiert? Ich glaube ja. Ich hau mal... Oh, ich glaube, ich bin hier richtig. Okay. Ich zerstöre einfach mal ein Fernsehstudio. Inklusive der ganzen Mikrofone und Tassen, die noch draufstehen. Keiner hatte Lust, das abzuräumen. Wird alles direkt weggeworfen. Alles recycelt. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe da oben 20.900. Das heißt, ich habe schon über die Hälfte von dem, was ich brauche. Was ja schon mal sehr gut ist. Dann hoffen wir mal darauf, dass wir hier mit dem Job ein bisschen was verdienen. Das ist jetzt hoffentlich das Letzte. Tada! Geh, um das Aquarium zu kaufen. Okay. Ja, jetzt brauchen wir das Übliche. Erde, Wasser, Thermometer, Heizung. Lass ein Kupferband Falterfische. Ja, ich würde ja gerne mal nachsehen, was wir für Fische haben, um dann schon mal zu wissen, was für eine Erde ich haben möchte. Also wenn ich jetzt Korallen sehe, brauchen wir auf jeden Fall Salzwasser. Kupferband Falterfische und Mandarinenfisch. Müssen wir wahrscheinlich hier suchen. Der da und... Hä, wo ist denn der andere? Der! Boah, der sieht ja mega cool aus. Ja, die sind... Boah, die... Was? Wie teuer ist das? Hatte ich den vorher schon? 273? Den werde ich auf jeden Fall für meine Ausstellung holen. Kleiner, farbenfroher Fisch. Tropische Lagunen. Ah. Der lebt in sehr kleinen Gruppen, 1 bis 18 Meter tief. Also die sind auf jeden Fall super schön. Die beiden miteinander, die sehen bestimmt auch echt gut aus. Der ist auch so teuer. Nun gut, das ist also sehr farbenfroh. Das heißt, ich würde vielleicht auch so Sand nehmen. Von der Farbe her, so Sandfarben. Entweder das oder das. 74. Bekomme ich das wieder, das Geld? Was kostet der? Kostet genauso viel. Ich glaube, ich nehme den. Finde ich irgendwie hübsch. Was mache ich jetzt mit diesem komischen Hammer? Den brauche ich doch nicht mehr. Kann ich den nicht wieder verkaufen? Ich hole auf jeden Fall schon mal das, was ich noch brauchen werde. Ich brauche auf jeden Fall mehr Salz. Das nehmen wir mit. Dann brauchen wir hier eine Schaufel. P
pH-Wert kann ich noch brauchen, vielleicht, müssen. Weiß ich noch nicht genau, ob ich den brauchen werde. Filter braucht man immer, Heizung braucht man auch und Thermometer braucht man auch. Oh nein, ich weiß nicht, wo die Sachen abgelegt werden. Nö. Ich sag nicht, da vorne irgendwo. Ich schmeiß den da schon mal auf den Boden. Das Thermometer muss irgendwo jetzt rumliegen und ich weiß nicht wo. Ah, da? Nee, das ist nur ein Schatten. Mano, habe ich nicht auch einen Eimer gekauft? Oder habe ich den vergessen? Ach nee, ich glaube, ich habe den Eimer vergessen. Wo habe ich denn hier überhaupt Wasser? Ich habe bestimmt da Wasser, wo ich auch, wo meine Sachen wahrscheinlich dann auch gelagert werden. Boah, wie riesig sind denn die Steine? Waren die immer schon so groß? Die sind wahrscheinlich größer, je größer das Aquarium ist. Fertig, soweit. Ja, schmeißen wir alles mal hier hin, ne? Ich glaube, ich könnte es verkaufen. Vielleicht. Den bringe ich schon mal hier an. Dann die Frage, was mache ich jetzt mit dem anderen Teil? Wo ist das? Oh, hier ist auf jeden Fall Meersalz. Wo ist denn der Rest? Gibt's doch gar nicht. Jetzt liegt hier einfach random Meersalz rum. Was weiß ich denn, wo das andere jetzt angekommen ist? Das kann ich hier einfach irgendwo rumliegen jetzt. Ich muss jetzt mal Wasser suchen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Thermometer. Einfach hier. Hä? Ja, so, jetzt habe ich das wenigstens schon mal. Aber wo ist das Wasser? Wo ist denn hier eine Toilette? Keine Ahnung, haben die überhaupt eine Toilette? Oh Leute, jetzt muss ich hier rumlaufen, muss das Wasser suchen. Kann ich da raus? Entschuldigen Sie? Ich suche Wasser. Können Sie mir da vielleicht helfen? Nein. Jetzt hole ich mir erstmal den Eimer. Ich glaube, den Eimer habe ich vergessen. Ich zeige Ihnen mal den Eimer. Oh, ach so, ich habe automatisch Wasser in meinem Eimer. Ein magischer Eimer, das kann man mir auch mal vorher erzählen. Stattdessen renne ich hier rum und suche Wasser. Ist es jetzt voll? Nein. Hä? Können Sie den voll machen? Bitte? Können Sie bitte meinen Eimer voll machen? Kann ich hier raus? Ich muss mal auf Klo. Hallo? Muss ich jetzt immer einen Eimer kaufen und dann ist da Wasser drin oder was? Ich kann ihn auf den Boden schmeißen, aufheben und dann ist da Wasser drin. Also bei aller Liebe, ja? Wo ist denn da der Sinn? Auf den Boden schmeißen. Aufheben. Ah. Also, nee. Muss ich da noch was zu sagen? Dass das nicht so viel Sinn macht? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, ist voll. Aber ich bin ein Freund davon, das nochmal zu überprüfen. Oh, gut, dass ich das nochmal überprüft habe. Jetzt ist aber wirklich voll. Schmeiß ich es mal zu den anderen Sachen hier. Tschüss. Das schütten wir auf jeden Fall vorher jetzt schon mal rein. Ne? Nicht, dass wir nachher dann wieder das Problem haben. Und dann muss alles ganz schnell gehen und dann gehen mir die Tiere ein und die Pflanzen auch. Wasserpflanzen, Korallen, Heizung, Filter. Genau. Hätte ich ja vorher schon mal anmachen können eigentlich. Das wird sonst immer so schnell dreckig. Aktiviert. Ich mache mal lockere 25 Grad, weil ich noch nicht so genau weiß, was ich brauche. Und jetzt gucken wir mal, was wir brauchen. Das sind 23 bis 26 und 24 bis 28. Also 25 Grad ist ganz gut. Ich weiß noch nicht so recht, wie viel die Korallen brauchen. Leg ein paar Korallen, das Aquarium. Ein paar ist gut. 13. Die haben wohl keine Ansprüche. Einfach nur Art des Wassers. Ja, wir können ja auf jeden Fall was sowas hier auch in der Art nehmen. Wir nehmen was ganz Buntes. Eins, zwei, das sieht immer witzig aus. Drei, das fand ich auch ganz cool. Vier, ich habe ja nicht so viele Plätze. Davon vielleicht zwei. Fünf, sechs. Oh nein, ist das wieder irgendwo gelandet und ich weiß nicht wo. Ah, ich krieg die Krise. Nein, das ist ja richtig doof. Nein. Objekt bearbeiten. Wobei, sollte ich das größer machen? Eigentlich nicht, weil es bringt mir ja nichts. Also, das ist ja quasi nur ein Auftrag. Ich habe ja nichts von. Deswegen machen wir das jetzt nicht so, dass wir da jetzt nochmal extra Geld für ausgeben. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Hier, von denen hätte ich gerne so zwei nebeneinander gemacht, wenn ich denn wüsste, wo der andere hin ist. Ist der jetzt da wieder hingefallen? Irgendwo da unten drunter? Wie so ein Tannenzapf, als ob der dazugehört. Ah! Oh, jetzt da würde ich natürlich schon gerne was machen, damit er... Egal, mache ich nicht. Was haben wir denn da noch Schönes? Ich finde, das sieht extrem gut aus. Das sieht aus wie ein Phallus-Symbol. Das nehmen wir nicht. Das sieht aus wie eine dicke Pickel-Ansammlung. Dann nehmen wir den auch mal. Irgendwie auch schön. So was Buschiges hier. Oh, Seestern. Seestern ist auch gut. Oh, der war teuer. Verdammt. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, der kommt so ein bisschen mittiger. Dann haben wir so ein... Was ist passiert? Habe ich irgendwas fallen lassen? Die Dinger, die sind alle viel zu klein. Also für meine Ausstellung würde ich das alles größer machen. Hier. Die beiden Pilze, die stehen im Wald. Dann noch so ein schicker Seestern. Hier haben wir noch Platz. Jetzt fehlen noch zwei Sachen. Hey Leute, guck mal bitte, wie klitzeklein das ist. Das ist doch nichts. Oh, die sind so teuer. Nee, also das ist nicht teuer. Das sieht auch echt hässlich aus. Ich habe schon voll viel Geld ausgegeben für die Dinger. Oder bekomme ich das wieder bezahlt? Ich weiß nicht so recht, ob ich das von meinen Sachen abgezogen kriege. Ach, das ist so schön. Moment, ich guck mal kurz. Doch, ich krieg's abgezogen. Hoffentlich kriege ich es nachher auch wieder zurück. Boah, wir haben so schöne Korallen. What the hell? Haben wir nicht irgendwas, was nicht ganz so teuer ist? Bitte. Ich glaube, die günstigen Sachen waren vorne. Wir nehmen, die habe ich schon. Oder? Egal. Ach so, die habe ich in klein. Ja, na dann. Mir fehlen eben nur noch zwei Sachen. Die kommen dann hier so hin. Da und... Ja, die gehören halt zusammen, ne? So. Jetzt brauche ich halt fünf Wasserpflanzen. Salzwasser natürlich. Und 25 Grad. Ich würde ja fast gerne so eher so was Bodendeckermäßiges nehmen. Das andere, das ist alles nur so hoch und das bringt dann gar nicht so viel. Ah, das geht ab 25. Das ist auch okay. Eins, zwei. Der sieht auch schön aus. Drei.
Nochmal so ein roter. Wieder so teuer. Nee, der ist zu kalt, geht nicht. Der ist langweilig. Zu kalt. Der ist okay. Ja, kriege ich den noch? Ja. Warum kann ich immer nur 5 Sachen aufnehmen und einer ist immer leer? Das ist echt blöd. Aber gut, ich brauche ja sowieso nur 5. Alles in Ordnung. Ah, das war grün. Ich versuche das jetzt hier noch so ein bisschen. Ich kann jetzt hier gar nicht hübsch anordnen, weil es so wenig ist, dass man es irgendwie gar nicht richtig hübsch machen kann. Ist auf jeden Fall so mein Gefühl. Das ist so klein. Also ich lasse hier einfach nur so einen Popelhaufen runterfallen. Guck mal, man sieht halt gar nichts. Wow. Jetzt muss ich mich um die Fische kümmern. Von denen... Nein, wie viele brauchen wir von denen? 6. Nee, von denen brauchen wir 6. Von den Kupferbanddingern. Ich mache mal 5. Weil das ja sowieso immer in die Hose geht mit den Teilen. Muss ja gleich eh noch welche nehmen. 4, 5. Dann noch einer mehr. Und davon, was war das? 3? Boah, ist das teuer. What? Nein, ich brauchte nur 2. Oh no. Oh, jetzt bin ich fertig. den nehmen wir nachher mit nach Hause. Kann ich den verkaufen? Kaufen Sie eine Tischplatte, die an die Wand gelehnt wird. Ah, geh. Oh, ich muss so viel Geld ausgeben. Oh, sieht das cool aus. Stellt euch mal vor, wenn man da noch viel mehr drin hätte. Kann ich das nicht auch bauen irgendwann? Kaufen Sie einen großen Fernseher. Ich würde gerne das nochmal verkaufen wieder. Das geht nicht, ne? Rechte Maustaste. Ah, da. Rechte Maustaste. Nee, ich krieg noch nicht mal was dafür. Ah, aber dafür bekomme ich was. Restbetrag. Muss man immer dran denken. Nein, da kriege ich nichts. Wo steht der Fernseher? Ach, da. Was? Wie groß ist bitte der Fernseher? Hä? What the hell? Hä? Geben Sie... Nein, ich habe gerade alles verkauft. Oh Gott, ich sterbe innerlich. Rückgängig, Leute, rückgängig. Nein. Nein, jetzt muss ich alles nochmal kaufen. Oh Gott, wie dumm. Hä? Gekauft? Ach so. Was? Bitte mach, dass ich das jetzt auch wieder kriege. Nein, natürlich nicht. Oh. Ich kaufe jetzt die günstigste Erde. Könnt mich mal. Was ist denn die günstigste? 35. Ich krieg jetzt die günstigste Erde. Ich reg mich doch immer auf. So, wir geben jetzt die Erde rein. Ah, da am Rand, da ist schon hier so Thermometer und sowas. Ich glaub's ja nicht. Ich denke, ich bin fertig. Verkaufe alles, beziehungsweise zerstöre alles auch noch. Und dann im direkt nächsten Schritt muss ich alles noch. Gießen Sie mit Hilfe des Mechanismus auf der Rückseite in den Wasser in den Fernseher. Ja gut, dass ich jetzt das nicht nochmal gemacht habe. Dass ich jetzt nochmal vorausschauend gerade gesagt habe, okay, ich kaufe mir nochmal einen weißen Wassereimer, weil offenbar brauche ich den gar nicht. Oder auch doch. Hier. Klicke hier, um Wasser in das Aquarium zu gießen. Oh, kaufen Sie Tintenfische. Bringen Sie sie in den Fernseher und machen Sie ihnen eine Freude. Wasser ist bereits Süßwasser. Das sieht so cool aus. Der ist neu. Hä, war der auch neu? Das ist doch... Habe ich das gerade deswegen bekommen? Ich meine, dann lohnt es sich ja richtig, diese Aufgaben zu machen, weil man da neue Sachen bekommt. Cool. 22 bis 27 Grad. Oh, die fressen andere Fische. Das heißt Raubtier. Jetzt verstehe ich. Das ist fleischfressend und das heißt, dass der andere Fische frisst. Das heißt, da kann man nichts anderes reintun. Es sei denn, es ist noch größer und isst dann den Tintenfisch. Wie viele Tintenfische soll ich denn kaufen? Ich glaube, ich muss erstmal 22 bis 27 Grad, muss erstmal hier eine Temperatur einstellen. Machen wir mal wieder 25. Das ist immer gut. Wo ist der Filter? Ach, das sind die Filter, die Dinger hier. Okay, ich glaube, ich brauche keine Filter. Wenn da steht Tintenfische, ich kaufe einfach 2. Nicht, dass ich nachher übertreibe und dann zu viele habe. Hä? Oh, oh. Was ist mit den... Vegetation, Temperatur. Temperatur ist gut. Vegetation mehr, Dekoration mehr. Mehr Fische. pH-Wert hoch. Gott, oh Gott. pH-Wert hoch. Mehr Fische. Wir nehmen nochmal 2. Ich weiß nicht genau, wie hoch der sein muss. Wir brauchen ganz dringend Dekoration, Vegetation. Das ist ja Süßwasser, ne? Brauchen die Süßwasser, ist die Frage. Die brauchen Salzwasser. Das ist schlecht. Dann kaufen wir natürlich erstmal schnell das. Schütten das rein. Ja, perfekt. Exakt das, was ich machen wollte. Nein, ich habe einfach die Tüte mit Salzwasser reingeschmissen. Und jetzt gibt er sie mir nicht wieder. Nein! Ah! Wie konnte das denn jetzt passieren? Nein. Salzwasser reinschütten, nicht reinschmeißen. Oh, das ist Deko. Verdammt, verdammt. Gut, okay, jetzt ist es schon mal besser. pH-Wert ist immer noch schrecklich. Heb das wieder auf. Nein, geh runter. Heb das auf. So, oben rein. Rein. Noch mehr. 3, 4 vielleicht oder so. Hä? 4. Ich gucke nochmal drauf. Wie geht's euch? Wahrscheinlich immer noch schlecht. Ah, okay. pH-Wert ist gut. Anzahl Fische ist gut. Dekoration, Vegetation. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Hab nicht drauf geguckt, ich Trottel. Ich hau einfach irgendwas rein. 25 Grad muss es halt nur haben. Das ist gut. Das ist gut. Passt nicht. Was haben wir oben noch? Passt. 3, 4. Ja, nehmen wir erstmal was, sonst klappt das wieder nicht. 2, 3. Oh nee, ey. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses pH-Wert-Ding, dann geht es zur Seite. Vegetation passt gerade so. Dekoration brauchen wir auf jeden Fall noch. Wie viel brauchen wir denn da? Steht irgendwas? Warum steht denn da nichts? Mann, oh. Wir brauchen ja Salzwasser. Jetzt halt nur die Frage, was brauchen wir da? Sowas hier. Davon nehmen wir einfach mal 1, 2, 3. Und dann können wir hier auch noch so coole Deko nehmen. Eine Vase. 4.
Muscheln. Muscheln sind auch mal schön. Sowas hier. Ach so, der Rest, der wird dann wieder irgendwo landen. Deswegen machen wir das noch nicht. Dann gucken wir erstmal, ob das schon reicht oder nicht. So eine schöne Vase. Eine Muschel. Und? Immer noch nicht. Boah, die brauchen so viel Dekoration. Die können halt, die können alles ab. Die lieben Deko. Ich liebe auch Deko. Ich mag sie. Aber sie sind ganz schön gefährlich. Wir holen erstmal hiervon so ein bisschen was. Und vielleicht noch hiervon. Die da. Mal sehen, ob das schon reicht. Können wir hier so ein paar Muscheln. Die legen wir hier so zusammen hin. Da hinten vielleicht noch. Und dann haben wir das Teil noch. Das sieht sehr hübsch aus. Wie geht's jetzt? Gerade so okay. Klicken Sie auf die hervorgehobene Fernsehkamera, um die Nachrichten anzuzeigen. So cool. Hier muss ich wohl raufklicken. Ah, oh, jetzt werden die Nachrichten gezeigt. Ah! Ich lade Sie alle vor die Fernsehgeräte ein, um einen neuen Überblick über die heutigen Nachrichten zu erhalten. Zuvor möchte ich aber noch einem hervorragenden Aquarianer gratulieren, der unser TV-Studio verändert hat. Ich empfehle, seine neu eröffnete Aquarienausstellung zu besuchen oder sich in seinem Aquariengeschäft einzudecken. Der Tintenfisch hinter mir, platziert in einem speziell präparierten Aquarium in Form eines Fernsehbildschirms, ist der Höhepunkt eines Meisterwerks. Sieht tatsächlich sehr gut aus. Sowas fürs Wohnzimmer statt Fernsehen. Wäre für mich in Ordnung. Kehren Sie zum Klient zurück und erhalten Sie eine Belohnung für die Erfüllung der Aufgabe. Also ich hoffe ja, dass wir die Fische auch jetzt kriegen. Jetzt kann ich zurückgehen, oder was? Kann ich jetzt die Sachen noch verkaufen? Ja, kann ich. Mann, war das blöd. Was ist mit dem Arm? Ich will den nicht wegwerfen. Ich nehme den jetzt mit. Der wird ihn mir wahrscheinlich eh nicht überlassen. Ich habe echt viel Kohle ausgegeben. Guckt euch das mal an. Ich habe nur noch 16.000. Belohnung. Oh, jetzt habe ich 23.000 wieder. Okay, also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, 3.000 habe ich gemacht. 20.000 knapp oder ein bisschen drüber hatte ich vorher. Vielen Dank für die Erledigung der Aufgabe. Es ist viel besser geworden, als ich dachte. Und den Zuschauern hat es auch sehr gut gefallen. Die Zuschauerzahlen des Programms sprangen in die Höhe und die Show, die wir mit diesen Aquarien gemacht haben, steht in den Zeitungen. Für diese Arbeit verdienen Sie eine angemessene Entlohnung. Hier ist deine Belohnung. Entsperrte Gegenstände. Es lohnt sich tatsächlich, das zu machen. Und oh, 7.200 verdient, was natürlich eine Lüge ist, weil ich halt echt viel Kohle ausgegeben habe. Also ich habe knapp die Hälfte verdient höchstens. Aber das hier ist halt schon was wert gewesen. Wow, Tintenfisch in verschiedenen Farben. Mandarinenfische in verschiedenen Farben. Der Kupferband Falterfisch, der ist auch super schön. Hintergrund fürs Aquarium, das sieht ja sehr eigenartig aus. Was ist denn das? Eine Bananen irgendwas? Der ist super schön. Schöner Stein. Tolle Koralle. Noch eine Koralle, 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 alter Steinkopf. Und noch ein Fisch. Einhornfisch mit orangener Wirbelsäule. Boah, ich will die alle machen. Ich will halt die ganzen Belohnungen kriegen. Ich habe auch einen Erfolg gekriegt. TV-Presenter. Wow. Wie komme ich jetzt nach Hause? Ach so, auf die Tür klicken. So komme ich zur Ausstellung. Ja, ist okay. Da wollte ich ja sowieso hin. Ach, cool. Die Zeit ist... Nein, mein Schiff, mein Fisch ist weg. Zeit ist nicht vergangen. Ship Graveyard. Geschenk von einem Freund. Oh! Ich habe was gekriegt. Das ist auch ein Spiel. Das wollte ich auch mal spielen. Habe ich nämlich gesehen tatsächlich. Dafür bekomme ich jetzt Dekoration, weil ich mir das angeguckt habe. Was? Altreva Vase Chilumba Rot. Vieräugiger Falterfisch. Ein Container. Schiffswrack, Schiffswrack für Unterwasser. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, wollen wir das hier gleich verwenden? Oh, das ist ja toll. Ich wollte doch eigentlich auch so eine Unterwasserbaumlandschaft machen. Vielleicht schaffen wir sogar beides. Oh, ich liebe dieses Aquarium. Die sehen so viel besser aus, als die, die wir da oben, unten im Keller haben zum Verkauf. Man kann sich so viel mehr Gedanken machen dazu. Wie geht das nochmal? Ich habe ja noch einen Tisch frei. Das heißt, ich kann mir hier noch ein Aquarium kaufen. Weil ich habe ja noch einen Stellplatz, einen weiteren. Cool. Das heißt, wir nehmen erstmal das da. Wo steht denn das jetzt? Und dann würde ich mich mal an den Fischen orientieren. Oder, nee, Moment. Oder an den Dekos, weil wir doch so coole Sachen gekriegt haben gerade. Wollen wir sowas hier machen? Oh, hab ich voll Bock drauf. Hm, wie sieht denn da der Untergrund aus? Schiffswrack, so Container legen wir dann dahin. Die machen wir auch größer, damit die richtig cool aussehen. Gucke ich mal, was dazu passt. Vielleicht dekoriere ich erst und gucke dann. Also wir nehmen erstmal das da. Na, Erde muss ich mir ja schon vorher aussuchen. Ich glaube, wir brauchen eher sowas, ja, sowas Geröllmäßiges. Vielleicht auch so größere Steine. Das da? Ich glaube, ich nehme die. Und dann hauen wir das da mal rein. Ich hoffe, dass es ganz gut miteinander wirkt. Ist auch schade, dass man immer nur eine Erde nehmen kann, dass man die nicht mal vermischen kann. Dass man sagen kann, okay, hier auf der Seite möchte ich das haben, auf der Seite das. Dass man so verschiedene Schäufelchen hier so draufhauen kann. Das finde ich halt auch sehr cool. Oder geht das vielleicht sogar? Vielleicht wäre das ja auch gegangen. Nein, das wollte ich nicht. Da ist meine Schaufel voll. Das kann ich schon mal hier rein. Das kann da rauf. So, dann brauchen wir den Eimer. Das, was man ja sowieso immer machen muss. Nein, ich habe es weggeschüttet. Ich Trottel. Gott sei Dank kostet das nichts. Ich finde es sehr entspannt, dass es hier immer so nebeneinander steht. Ja, jetzt kommen erstmal die Sachen, die man halt immer braucht. Achso, ich habe letztes Mal auch den großen genommen. Den besten Aquarienfilter. Naja, komm. Wir sind nicht so arm. Na, wir nehmen die. Kennen wir schon.
Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Na, kriegen wir die gut da nebeneinander? Ich glaube, das kriege ich nicht mehr da vorne hin. Nein, ich hätte das gern da vorne. Ja, dann schiebe ich es halt nach da hinten. Das Wichtigste erstmal anmachen und schon mal irgendwie eine Temperatur einstellen. Ich mache mal wieder so Mittelding und dann gucken wir erstmal nach den Dekos. Ich nehme auf jeden Fall alles. Davon nehmen wir vielleicht sogar auch zwei oder drei. Drei, ja. Drei sind gut und dann das dann noch. Kann ich das nicht drehen? Doch, so kann ich es drehen und skalieren. Auf jeden Fall gerne größer. Jetzt fällt das so komisch. Nein! Ah, ich hoffe, das geht jetzt. Jetzt muss das natürlich auch gut aussehen. Ist das okay? Ich glaube schon. Das muss ich auf jeden Fall auch drehen. Wir machen das alles so ein bisschen ein Tickchen größer. Das soll ja schon cool aussehen. Aha, genau, genau. Hier sind die halt so umgekippt, die Dinger. Die dürfen jetzt auch so ein bisschen übereinander liegen. Ja, das ist sehr gut. Das muss ein bisschen in die Richtung gedreht werden. Machen wir das hier auch noch größer. So sogar. Das ist echt groß. Können wir eher so ein paar dunklere Farben nehmen? Oh Gott, gleich macht hier unten der Laden auf. Haben wir das alles neu gemacht? Ich weiß es nicht. Hilfe. Das ist mir zu verspielt. Ich hätte vielleicht gerne tatsächlich so Tintenfische. 600 Liter. Oh, ich glaube, die passen da ja nicht rein. Oder wie viel ist da drin? Das passt doch niemals im Leben. Nein, 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 Hilfe! Lass doch erstmal hier stehen bleiben. Ohana, hi! Jetzt will Ohana kuscheln, das gibt's doch gar nicht. Nein, 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 meine Zeit! Ja, miau, ne? Warte mal, wo geht das nochmal? Öffnen. Ja, nicht überspringen, natürlich. Oh, jetzt sehen wir mal hier die Leute. Ja, ja, wir sind gerade in der Vorbereitung. Wir haben noch was sehr Hübsches für Sie vorbereitet. Immer noch 28%. Nein, 12. Nicht gut. Ja, und wir haben natürlich unten in unserem Laden nichts verdient. Oh nein! Aber das sieht eigentlich ganz cool aus damit. Ah, weil es passt so thematisch gesehen. Ne, ich mach's schnell sauber. So, fertig. Ist hier Dreck? Da Dreck? Auch nicht. Oh, zu viele Fische. Upsi. Ja, dadurch, dass wir die hier nicht verkaufen, muss ich da natürlich jetzt immer mal raufgucken. Da sind noch zu viele. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, ich mache trotzdem noch mal einen mehr weg. Ich liebe dieses Aquarium, das ist so schön. Diese gestreiften gucke ich noch mal an. Oh nein, der da ist riesig. Der da, bleib stehen. Hä, ich dachte, der ist riesig. Okay, die scheinen ja noch größer zu werden. Aber ich muss sie wohl trotzdem verkaufen. Hm, was brauchen wir denn da für eine Rückwand? Irgendwas, was so gefährlich aussieht. Da muss man schon fast wieder das da nehmen, ne? Oder das da? Sieht das gut aus für so einen Untergrund? Das sieht ziemlich düster aus. Ah, ich weiß nicht. Oder das da? Eigentlich hätte ich halt das cool gefunden, aber ich glaube, das haben wir hier schon. Einfach nur schwarz. Welcher ist denn der neue Hintergrund? Ach, der da. Ah, das ist so ein Moos-Hintergrund. Ich glaube, den nehme ich. Weil dann sieht hier alles so ein bisschen vermoost aus. Nein, ich hätte das bitte gerne an der anderen Seite. Oh, jetzt geht das noch von vorne. Okay, dann schmeißen wir das einfach auf den Boden. Das geht nicht. Von der Farbe her fände ich die ganz gut. Aber ich glaube, die haben wir da hinten schon. Jetzt die Frage, Süßwasser oder Salzwasser? Die finde ich irgendwie passen auch ganz gut dazu. Muss ich auf irgendwas achten bei den Pflanzenfresser? Sind das Pflanzenfresser? Ich glaube. Ein Zander. Die sind auch cool. Oh, passen die da rein? Wie viele Liter sind das da in dem Aquarium? Ich weiß es nicht. Oder die da. Die passen auch voll gut. Den habe ich auch neu gekriegt. Da darf ich niemanden dazu tun. Oder die. Die sehen alle so ein bisschen aus. Ich mag die irgendwie mit dieser Umgebung. Ich glaube, ich nehme die. Eine Quappe. Wie viel braucht man davon? Die sehen so ein bisschen gefährlich aus. Temperatur. Oh, 16 bis 19. 3 bis 9 Dekorationen. 9 bis 15 Pflanzen. Mhm. Ich nehme mal 4 erstmal. 9 bis 15 Pflanzen. Warum habe ich jetzt die Fische schon geholt? Ah, leg die mal kurz auf den Boden. Wird jetzt schwierig. Wir brauchen Süßwasserpflanzen und dann aber nur 9 bis 15. 15 bis... Nein, wie viel war das? 16 bis 19 Grad. Oh, wir sind sehr eingeschränkt. Die brauchen natürlich sehr viel. Okay, das ist gut. Oh, das geht. Das geht. Ich glaube, wir machen einfach 19 Grad. Ab 19 Grad. Wir haben echt wenig Möglichkeiten. Das ist krass. Ja, davon so 3. Die gehen nicht. Davon 2. Ich muss erstmal runterstellen, die Temperatur. Sonst gehen uns hier die Pflänzchen ein. Gut, dann machen wir schon mal ein bisschen größer. Jetzt kann man ja mal sich ein bisschen mehr Mühe geben für unsere Ausstellung. Hier noch einer hin. Vielleicht noch einen größeren wieder. Oder da hinten so ein bisschen. Wir haben hier so ein paar höhere einfach. Ich hätte gerne auch noch mal so welche, die auf dem Boden so eher... Ach nee, das habe ich ja nicht. Ich habe ja gar keine Möglichkeit. Dadurch, dass ich nur so ganz wenige verschiedene nehmen kann. Das ist echt schwierig. Wir können nichts nehmen. Das ist zu warm alles. Geht nicht. Warte mal. Geht die? Die geht? 19. Oh, die geht auch. Die ist irgendwie auch cool. Da nehmen wir auch eine von. Da nehme ich auf jeden Fall Minimum 2. Aber das ist, glaube ich, alles nicht möglich. Ach so, Moosrückwand. Hä, aber die habe ich doch gekauft. Ich bin ja leicht verwirrt. Ach so, und das da vielleicht noch zweimal. Oh, das könnte man so ein bisschen mittiger platzieren und vielleicht auch ein bisschen größer machen. Das sieht irgendwie auch cool aus. Sieht aus wie so eine Tanne unter Wasser. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das passt. Das andere sieht so... Also ich weiß nicht, das ist schon fast zu freundlich. So, sagen wir es mal so. Drehen in die Richtung.
Ja, okay. Das dürfte ja jetzt eigentlich reichen. Von den Dekorationen dürfte es, glaube ich, sogar auch reichen. Wir müssen schon was wieder öffnen. Jetzt habe ich richtig lange gebraucht. Ist aber okay, weil wir wollen uns ja hier auch ein bisschen Mühe geben. Oh, pH-Wert runter. Vegetation hoch, pH-Wert runter. Ich habe doch hier noch... Da, der ist richtig. Ja, wir können ja noch mal... Vielleicht könnten wir noch einen Stein oder so, wo man halt auf das Schiff raufgedonnert ist. Das würde ja auch so thematisch noch so ein bisschen Sinn machen. Man sieht die Dinger gar nicht, die so grau sind. Oh. Ach doch, doch, doch. Alles gut mit dem pH-Wert. Ein bisschen mehr Dekoration. Ich finde eigentlich, also Vegetation hätte ich gar nicht unbedingt noch so gerne mehr drin. Wenn, dann höchstens Dekoration. Brauchen wir noch mehr Schiffsdinger hier? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde eher... Ach so, das geht für beides. Salzwasser und Frischwasser. Oh, nein, dann habe ich es vorhin ja... Oh, ich bin so blöd. Dann habe ich das vorhin einfach nicht benutzt. Ich trottel. Wir könnten noch eine Spalte nehmen. Und ich glaube auch noch sowas. Schön dunklen Stein. Und vielleicht kriegen wir auch noch sowas. Na, oder ist das zu viel? Ich dachte, man kann den vielleicht eher ein bisschen so... Oh, ein bisschen anordnen. Oh, ups. Ich wollte so, dass das vielleicht unter den... Ja, und das dann hier quasi so ein bisschen verstecken. Oh, das war ein bisschen anders gedacht. Ist das jetzt schlimm? Ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so. Es war ein bisschen anders gedacht. Oh, die ist sogar stehen geblieben. Das ist ja nice. Das Schiff liegt ziemlich gut, finde ich. So, jetzt die Frage, wohin mit dem Stein? Könnte man den hier noch irgendwie so, da so dranlegen ans Schiff? Das hat jetzt einen riesen Unterschied gemacht, ne? Sind wir ehrlich. Aber wir müssen gleich wieder eröffnen. Okay, also denen geht es soweit gut. Das heißt, wir nehmen das hier mit, stellen das da hinten drauf. Oh, ich brauche noch Lampen. Lampen, Rückwand und Fütterungsautomat. Im besten Fall kriege ich wahrscheinlich alles nicht mehr hin. Fütterungsautomat wäre schon Deluxe, wenn ich das noch schaffen würde. Sieht komplett anders aus, als das, was wir vorher hatten. Nein, ich bin nicht zu Hause. Danke. Bitte gehen Sie weiter. Wir kaufen auf jeden Fall zwei Lampen. Wir bringen sie wahrscheinlich nicht mehr jetzt an, aber egal. Futterautomat. Okay, das ist wichtig. Den bringen wir auf jeden Fall jetzt noch an. Ah. Ach, komm, wir machen auf. Ich weiß immer nicht, wie lange die noch warten. Nee, Moment, wir gehen runter. Souterrain. In unser Souterrain. Gucken, ob da... Zufriedenheit ist gar nicht mal so gut. Oh, oh. Ah, da ist ja meine Dings wieder. Meine Statue. Schade, dass ich die nicht mit nach oben nehmen kann. Warum sind die Gäste denn nicht so zufrieden gewesen? Was war denn? Ist irgendwas, sind die, ist irgendwas mit den Fischen vielleicht? Hä? Was ist denn da los? Wachsen mir die Blumen nach draußen? Hä? Oh, hä? Muss ich jetzt öffnen sagen? Nein, ich habe nicht aufgefüllt. Nein, ich habe nicht aufgefüllt. Upsi. Ich habe nicht aufgefüllt. Ich bin doch, oh, das ist alles dreckig gewesen. Hä? Aber warum waren sie jetzt nicht so zufrieden? Ich bin verwirrt. Jetzt muss ich das alles nochmal auffüllen. Nein. Ach so, vielleicht, weil ich einen Tag verpasst hatte oder so? Hä? Was ist mit dem Seetang? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ich habe den jetzt verkauft. Ich glaube, das fanden die jetzt nicht so toll, dass ich den verkauft habe. Ah, ist denn egal. Okay, na dann. Wie geht's denn mit dem Doktorfisch? Dem geht's gar nicht gut. 34. Boah, der ist doch dick. Hä? 43. Der ist immer noch nicht ausgewachsen? Wie lange braucht der, um ausgewachsen zu sein? Das ist ja krass. Ja, aber soweit eigentlich alles in Ordnung. Auch alles okay. Hier ist natürlich alles dreckig. Wie viel haben wir denn verkauft? Wir haben keine Vegetation, keine Dekoration mehr und viel zu wenige Fische. Die haben alle Fische aufgekauft. Was? Okay. Das ist ja krass. Das ist ja... Wie viel brauchen wir denn davon? So. Oh. Oh, die ganzen Dekos sind auch weg. Ja, das ist natürlich... Puh. Die Goldfische sind so genügsam. Das ist echt entspannt. Haben wir hier gar keinen Fütterungsautomat? Wir haben hier keinen. Oh, ich dachte, wir hätten hier auch welche. Da habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte, wir hätten hier. Oder ist der schon leer? Und dann verschwindet der einfach, wenn der leer ist. Nee, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist, glaube ich, nicht. Hier, wir hatten hier doch alles mögliche. Wir hatten hier doch einen Schatz und einen Anker und so und so. Genau. Das müssen wir alles wieder nachkaufen. Auf jeden Fall. Schatz, einen Anker. Dann hatten wir... Oh, dann nehmen wir sonst die mal. Ihn. Da ist bestimmt auch ein Stein verkauft worden. Und bestimmt ist noch ein Stock. Da schmeißen wir alles wieder rein. Ah, wir hatten doch eine Burg hier auch. Jetzt habe ich die Burg nicht gekauft. So, einmal das. Dann lehnen wir den hier auf jeden Fall da dran. Artikel wird in den Boden gelegt. Warum? Ach so, wir können ja das nehmen statt Schloss. Noch ein bisschen größer. Oh, kleines bisschen, doch nicht so viel. Übertreib. Genau so. Dann haben wir Stein und Wurzel. Geht's besser? Nur Vegetation ist immer noch schlecht. Und die Anzahl der Fische ist auch immer noch schlecht. Dann nehmen wir nochmal drei. 1, 2, 3. Ja, das ist jetzt besser. Vegetation ist immer noch schlecht. Wir brauchen Pflanzen für 24 Grad. Ich habe gar keine Ahnung, was wir verkauft haben. Ja, die mag ich ja. Ich nehme von allem so ein bisschen was. 24, da geht ja eigentlich immer alles. Jetzt haben wir 5 Pflanzen. Von der haben wir natürlich noch einiges hier. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Das war wahrscheinlich zu viel. Ich brauchte wahrscheinlich irgendwie nur so 3 Pflanzen.
Lieber zu viel als zu wenig. Warum gucke ich auf den Goldfisch? Der braucht sowieso nichts. Müssen wir gleich auch nochmal die Guppies angucken. Was ist denn eigentlich mit denen los? Da waren so wenige, die habe ich gar nicht sehen können. Boah, knapp unten mit der Vegetation. Wo sind die Guppies? Da. Auch total pflegeleicht. Dann nehmen wir einfach nochmal zwei davon. So, ein so langes Ding. Ah, da wächst noch so ein dicker. Der ist gewachsen. Den könnte ich jetzt wahrscheinlich auch teurer wieder verkaufen. Der hier vorne. Normalerweise ist der so groß. Wow, der ist ja riesig geworden. Ah, hier gucke ich auch nochmal nach dem rechten. Schon wieder so viele Fische. Alter, kriegt die Krise. Aber 53. Ah, den kann ich auch verkaufen für 142. Sonst alles gut. Nein, die haben das Licht gekauft. Oh, lecko mio. Zu viele Fische. Ich habe gar keine Lust, immer diese Lampen wieder nachzukaufen, weil die sowieso immer so doof sind und wieder eskalieren und mir alles wieder kaputt machen. Dann sollen sie sich das hier aus den Regalen nehmen. Ich habe doch alles da. Verstehe ich gar nicht, was das immer soll. Gut, zugegebenermaßen habe ich vielleicht nicht alles aufgeräumt. Also nicht alles wieder aufgebaut. Oh oh, wie geht's euch? Bisschen Hunger und ein bisschen wenig Fische. Oh, bisschen wenig Fische, das ist gut. Südamerikanischer Schmetterlingsbarsch. Das war auch Süßwasser. Da. Na, ich hoffe mal zwei neue reichen. Ja, reicht. Gerade so, aber reicht. Keiner zu Hause? Doch, da. Oh, viel zu wenig Fische. Roter Keilfleckbärling. Wie sehen die denn aus? Da. Brauche ich bestimmt auch zwei von. Mindestens. Ich hoffe, das reicht. Nein. Ich hasse so große Pflanzen. Ich komm da nicht mal an die Fische dran. Boah, ich verkaufe gleich die Pflanzen. Da, da, da. Immer noch zu wenige. Hä? Hm. Oh, ja, bestimmt noch. Ich nehme mal vier. Nein, jetzt kann ich gleich schon wieder aufmachen. Ich will nicht. Ich will runter. Andersrum. Ich will nicht runter. Ich will hoch. Mann, wo will ich denn hin? So, das müsste jetzt aber auf jeden Fall reichen. Stopp, bevor ich gehe. Ich kaufe hier auch nochmal einen Fütterungsautomaten. Also, ich finde, das lohnt sich eigentlich immer, bevor da mal irgendwas passiert, ne? Hä? Was ist das denn für eine Fehlermeldung gerade? Ich habe ganz komische Sounds. Ich habe einen Soundfehler. Hilfe. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Hilfe. Ich nehme jetzt auch das weg. Oh, das geht so gar nicht. Ich nehme das Ding jetzt mit. Ich stelle es jetzt hier drauf. In der Hoffnung, dass es geht. Dann geht doch. Oh, Leute. Dieser Soundbug. Der macht mich ja wahnsinnig. Blau. Jetzt ist es vorbei. Warum auch immer es jetzt vorbei ist. Ich weiß es nicht. Ich nehme das jetzt mit. Oh, ich muss schnell abhauen. Ich muss eigentlich nach oben. Ich wollte nach oben zu meiner Ausstellung. Oh. Keine Ahnung, was hatte ich denn hier nochmal für ein Licht? Ich weiß nicht, welche Farbe ich hatte. Grün? Ich glaube, es war nicht grün. Das sieht krass aus. Das ist weiß. Hatte ich das schon immer da? Hier ist nur Verkauf, Leute. Unwichtig, unwichtig. Oben soll es hübsch aussehen, nicht hier unten. Hier gibt es auch noch einen Auftrag. Ja, den mache ich jetzt heute nicht, ne? Nee, den mache ich jetzt nicht mehr. Ich will gleich auf jeden Fall nochmal kurz nach oben. Ich warte jetzt gerade noch die 10 Minuten ab. Dann fülle ich das hier alles auf. Dann gehen wir hoch und guck mal, was sie von dem neuen Aquarium halten, was ich da gebaut habe. Weiß nicht so recht, ob ich noch ein neues schaffe. Vielleicht schaffe ich ja noch eins. So, los geht's. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen in meinem Aquarium. In meinem Geschäft. Ja, da haben wir ordentlich was verkauft. Das ist gut. Bitte, wie zufrieden? 100%. Warum sind die jetzt wieder 100% zufrieden? Vielleicht, weil Sachen ausverkauft waren? Ich weiß nicht genau, was in der Zwischenzeit war. Oder ob die Fische nicht glücklich waren, weil ich dann irgendwie nicht hier war. Ich brauche ganz dringend irgendjemanden, den ich anstellen kann. Der sich dann vielleicht in der Zwischenzeit mal drum kümmert. Oder vielleicht auch mal putzt oder so. Warum kann ich mir denn nicht eine Putzfrau holen? Oder irgendwie so Mitarbeiter, die sich hier mal drum kümmern. Boah, ist das grün eklig. Also nicht die Farbe, sondern das ist einfach so grün eklig angelaufen. Ja, hier habe ich mich ja gerade drum gekümmert. Die haben schon wieder so viel Dekoration verkauft, Alter. Was? Hä? Kann ich ja jedes Mal zig Dekoration wieder neu kaufen. Boah. Da ist schon wieder was weg. Moment mal, was hatten wir da links? Da hatten wir doch diese eine Skulptur und den... Mit dem Schatz nicht auch? Nee, warte mal, wir hatten das da. Wir hatten diese... Dann nehmen wir jetzt wieder das Schloss. Guck, da. Da haben wir doch gerade die Ruinen gekauft. Die sind schon wieder weg. Der ist noch da, der Schatz. Und der Anker ist auch noch da. Das Schloss ist verkauft. Ja, ja. Das ist nämlich ein sehr schönes Schloss gewesen. Oh, ist das jetzt im Hintergrund? Nee. Aber das sieht auch toll aus. Das sieht richtig cool aus. Wow. Hier wird es irgendwie nicht so gut gekauft, habe ich das Gefühl. Hä, warum? Warum kaufen die das hier nicht so richtig? 142. Oh, hier muss ich, glaube ich, sogar zwei verkaufen. Aber nicht noch so einen dicken? Da hinten versteckt sich noch einer. Oh, hier ist ein dicker Clownsfisch. Der ist gar nicht so dick. Der tut nur so. Ich krieg die nie ausgewählt. Wachsen die Clownsfische. Wahnsinn. Die wachsen einfach unfassbar schnell. Da ist einer. Auch nicht ausgewachsen. Na gut. Oh, cool. Die sehen so toll aus, die dicken Dinger. Ich lieb das, wenn die so richtig groß werden. Gut, wir gehen jetzt nach oben. Wir putzen das jetzt hier nicht. Sonst gucken. Zufriedenheit 42, wie sich oben die Ausstellung entwickelt hat. 36 Besucher, Tage seit dem letzten Besuch 2. 42% Zufriedenheit. Ich habe hier noch meine Lichter, die ich wahrscheinlich von vorne wiederum besser anbringen kann. So und so. Was machen wir denn hier? Irgendwas Kühles. Also entweder grün oder so ein bisschen gefährlich. Weiß oder grün-gelb. Ich probiere mal ein bisschen. Eigentlich grün. Es muss so ein bisschen modrig wirken. Ja, ich glaube, das ist gut. Grün. So vielleicht.
könnte auch hier ein bisschen Gelb noch mit reinmachen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hat so einen besseren Farbverlauf. Ich glaube, das ist ganz nett. Also die Fische sind jetzt nicht so der Hammer, aber ich kann da ja auch keine anderen dazu tun zu denen, weil die fressen ja. Also die fressen auf jeden Fall kleine Fische. Was mich noch interessieren würde, fressen die auch andere Fischfresser oder kann man die zusammentun? Weil wenn man die zusammentun könnte, dann würde ich andere Fleischfresser mit in das Aquarium reinbringen. Also wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das ja gerne mal sagen. Jetzt haben wir definitiv drei ganz verschiedene Aquarientypen. Was kostet das, wenn ich das hier neu kaufe? 700. Ach, ich glaube ich. Auch wenn ich dann jetzt hier wieder ein bisschen was verliere, aber wir wollen ja unsere Ausstellung hier voranbringen. Ich bin gerade nicht so sicher, ob ich noch eins fertig kriege. Ich versuch's mal. Ich kaufe einfach mal. Ich würde so gerne. Ich nehme schon wieder ziemlich lange auf, aber ich finde es irgendwie gerade so cool. Ich habe immer so Spaß daran, hier neue Aquarien zu gestalten. So, ich hätte jetzt gerne das mit den ganzen Bäumen. Was wäre denn dann gut als Hintergrund? Wir gucken uns die Dinger mal hier in breit an. Also sowas würde ja vielleicht passen. Das sieht schon auch ein bisschen grün aus. Und das ist, glaube ich, neu. Nee, das ist neu. Das finde ich auch cool. Ich glaube, das könnte auch passen. Das ist auch schön. Oder einfach sowas, was ganz Schlichtes. Und dann halt davor einfach so Bäume. Ich probiere es mal damit. Ich glaube, das passt am besten. Ich kaufe das schon mal. Und man bräuchte von der Erde her eigentlich ja eher sowas, was dann auch aussieht wie Erde. Haben wir sowas schon? Sack mit Erde. Ja, wenn ich wüsste, welche das ist. Was habe ich denn hier oben? Ah, ist das die? Das ist eine andere, glaube ich. Die ist ein bisschen röter. Ich glaube, das ist die da. Ich würde die hier nehmen. Die sieht doch anders aus. Ja. Oh, da ist noch eine. Gut, 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 alles gut. Huch. So, wir stellen erstmal die, die ich nicht brauche, nach oben. So. Ah, das brauche ich natürlich auch noch. Und den Eimer kann ich auch schon mal mitnehmen. Ja, dann versuchen wir hier mal eine schöne Umgebung zu bauen für diese, ja, Waldumgebung. Also, ja, wie nennt man das am besten? Unterwasserwald. Nicht Unterwasserwelt, sondern Unterwasserwald. Fertig damit. Dann kann es auch schon wieder oben drauf. Das kann hier wieder rein. Dann müssen wir noch vollfüllen. Ja, das sieht doch eigentlich ganz passend aus für Unterwasser, oder? So, den vollen Eimer stellen wir zurück. Und dann bitte einen Filter, eine Heizung. Dann nehmen wir mal das Thermometer, ausnahmsweise. Eins, zwei. Boah, ist das dick. Ups, ich hatte nicht vermutet, dass das so fett ist. Eins, zwei, drei. Letzte Chance, vorbei. Filter. Tja, ich weiß nicht. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken, was die Bäume brauchen. Ah, nee, Moment, die Bäume brauchen relativ warm. Das weiß ich noch. Wahrscheinlich mindestens 25. Wir passen uns jetzt an. Und die Bäume sind was? Süßwasser. Oh, ach so. Es muss alles passen. 23 bis 27. Ja, der passt da nicht rein. Okay, also das wird schon mal nichts. 27 bis 23. Upsi. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, was mit 27 Grad erst losgeht. Ja, wir brauchen Fische, 27 Grad, Süßwasser. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob wir die überhaupt schon haben. Wenn wir keine haben, dann brauche ich das ja gar nicht anfangen. 27 Grad. Mhm, mhm. 350 Liter. Mhm, mhm. Ist das 350? 27 Grad würde auch passen. Den haben wir halt zu Hause schon. Die passen auch. Seeteufel. Die sind auch süß. Ja, die finde ich auch cool. Guppy passt. Diskusfisch. Ich kann ja auch mehrere Fleischfresser zusammen. Das ist zu kalt, das geht nicht. Zu kalt, zu kalt, kalt. Den haben wir aber uns auch, den finde ich auch schön. Den würde ich vielleicht sogar auch nehmen. Kalt. Den finde ich, weiß ich nicht, ob ich den gut finde dafür. Den finde ich schön. Aber den kann man nicht mit den anderen Fleischfressern zusammenhalten. Ich glaube, ich müsste halt gucken. Den vielleicht? Ach so, der ist auch schön. Mosaikfadenfisch. Oder halt eben den Diskusfisch. Schade, dass die beiden nicht zusammengehen. Die hätte ich voll gerne. Mosaikfadenfisch und... Nein, 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 noch nicht, bitte. Und die hier. Oder der Diskusfisch mit dem zusammen. Könnte man auch mal probieren. Wir machen erstmal kurz auf. Aber ich werde runtergehen. Nee, wir dürfen unseren Laden nicht allein lassen. Achso, ich muss aufmachen. Öffnen. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, ob aufgefüllt war. War ich denn weg so lang? Nee, ich glaube, ich war nicht weg. Und? Immer noch 100% zufrieden. Okay, also es ist wirklich komplett wurscht, ob die Aquarien so grün angegammelt sind oder nicht. Zwar nicht ganz realistisch, aber gut. Mich irritiert es doch ein bisschen. Das gibt ja nicht... Achso, wollte gerade sagen. Ah doch, der Schatz ist weg. Wir haben ja zwei verschiedene Schätze. Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Huch. Na komm, wir nehmen auch nochmal so einen Dinosaurier-Schädel. Das ist ja kein Vorzeige-Aquarium eigentlich. Passt alles nicht zusammen. Oh mein Gott, wie ist denn der gefallen? Nee, das geht ja gar nicht. Den muss ich nochmal aufheben. Das ist ja völlig bescheuert gefallen. What the hell? So, jetzt aber. Jetzt ist der Anker so blöd. Ich würde so gerne hier anlehnen. Naja, ich habe schon wieder Vegetation verloren. Mann, ich will doch nur oben weiterarbeiten. Ich hau jetzt einfach irgendwas hier rein. So.
Rein, rein, fertig. Gut, können wir weiterziehen. Einmal hier kurz reinschauen. Die Dinger wachsen hier wieder schon aus dem Aquarium raus, weil sie so schön alt geworden sind. Warum kauft die eigentlich keiner? Die sind doch so mega. Sind so schön buschig. Ich hätte mir die sofort gekauft. Restbetrag 27%. Hä? Bin hier nochmal gespannt, was dann passiert, wenn der alle ist. Was mache ich denn dann? Kann ich da was nachfüllen? Ich weiß nicht, wie es dann funktioniert, wie das weitergeht. Ich hoffe nicht, dass ich den dann verkaufen muss. Ist auch alles Chico. Ich hasse dieses Aquarium, das ist so blöd. Ich würde es am liebsten verkaufen. Zu wenig Fische. Die sind aber auch wunderschön. Die Leute wollen sie alle haben. Ich nehme jetzt 4. Wird schon passen, oder? Also da dürfen sehr, sehr viele von rein. Okay, tschüss Laden, wir können wieder hoch. Ich bin ja mal gespannt, wie viel wir letztendlich verdienen, wenn wir hier so 100% haben, weil dann müssen wir hier richtig was verdienen. Und es ist so viel entspannter als da unten im Laden. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir hatten nur 4, wir haben Nachwuchs gekriegt. Oh weia, das ist nicht gut. Davon darf man nicht so viele haben. Ich verkaufe schon mal sicherheitshalber ein. Okay, wir sind zurück. Ich habe ja noch gefachsimpelt, was wir für Fische uns holen. Wie war das? 27 Grad, glaube ich. Bei der Übersicht sieht man das irgendwie besser, finde ich. Der mit dem oder der mit dem? Also ich glaube, von denen haben wir generell noch gar keine gehabt. Von dem und von dem da unten auch nicht. Weil der ist ja gerade neu dazugekommen. Wir nehmen mal welche von denen. Ich glaube, das könnte hoffentlich auch passen hier von der Größe. Stopp, zuerst Pflanzen. Ich hoffe, die mögen auch Pflanzen. Das wäre richtig doof, wenn nicht. Die müssen. Wenn sie dich mögen, dann muss ich andere Fische holen. Das ist so cool, ey. So eine große Palme. Oh, die bleibt sogar stehen. Jetzt sollte ich erstmal die kleinen hier platzieren. Da noch eine. Ja, die Palmen müssen immer ein bisschen größer sein, finde ich. Dort eine. Oh, das ist so cool. Wie viele brauchen die denn? Nicht, dass wir da gleich ein Problem haben. 9 bis 19. 2 bis 23. 4 bis 12 nur. Bis 20. 15. Oh, da müssen viele Dekorationen rein. 15 Dekorationen Minimum. Und 12 Pflanzen. Okay. Ja, hiervon auf jeden Fall. Ich finde die Kleinen ja auch ganz gut. Nehmen wir auch nochmal 2. Und definitiv müssen die ein bisschen größer. Ich liebe das. Das ist richtig schön. Ach, sieht das gut aus. Dann kommt hier vorne noch so eine kleine hin. Noch sowas dazwischen. Von den kleinen können wir theoretisch auch noch ein paar uns einfach mal holen. 2 noch. Kommt, 2 noch. Und die machen wir auch noch mal ein bisschen größer. Ja, wir müssen ja noch ein paar Dekos hier haben, aber ich weiß nicht so recht was. Sowas ist... Bonsai-Baum. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, hölzerne Wurzeln sind, glaube ich, auch... Oder sowas generell. Weil, kann ja auch mal vorkommen. Einer, davon einer, dann so ein Holzstück für den Boden, so eins noch. Ich weiß nicht so, ob ich hier auch so richtig viele Steine haben will. Ich finde das eigentlich ganz cool. Das könnte man ja auch so in die Mitte, checkt man das, was das ist? Nicht so richtig, glaube ich. Da hinten, da war mal so ein Baum, der ist halt abgefault. Der ist vertrocknet. Der wurde nicht genug gegossen. Kann man das auch kleiner machen? Ah, das geht auch so richtig klein. Einfach so ein kleines Würzelchen. Hihi. Oh, da rollt sie. Die würde ich gerne so rumdrehen. So schräg. Mhm. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Wie viele Dekos haben wir denn jetzt? Ich glaube, immer noch zu wenig. Vielleicht könnten wir schon mal die Fische reintun. Jo, ich glaube, wir holen da schon mal welche rein. Haben wir 9 Pflanzen? Haben wir locker. Oder haben wir zu viel? Ich habe gar nicht geguckt gerade, ob es über 12 waren. Vielleicht haben wir aus Versehen zu viele. Ich nehme mal 4 von denen zu Beginn, um einmal testen, ob das reicht. Was sagt ihr denn so? Oh, denen geht's gut. Schön. Vegetation, die dürften gerne noch mehr Deko haben, aber sonst ist alles in Ordnung. Fische unten, das ist okay. Also an der untersten Grenze. Ist mir immer lieber als an der obersten Grenze, weil dann muss man die ständig verkaufen. Dann geht's ihnen immer nicht gut. Und dann holen wir dazu den da. Dann nehmen wir auch 4 von. Mal sehen, wie groß die sind. Tickchen größer. 4 ist immer so eine gute Zahl. Oh, pH-Wert hoch. Oh, oh. Passt das mit den anderen zusammen? Was baue ich mit dem pH-Wert? Ja, der kann hoch. Oh, Gott sei Dank. pH-Wert ab. Dann machen wir ein paar. 1. Oh, da müssen bestimmt 6, muss ich bestimmt reinmachen. 5. Nein, wir machen auch gleich wieder den Laden auf. Ja, sieht gut aus. Viel zu wenig Dekoration. Oh, oh. Und mehr Vegetation darf nicht sein. Aber sehr, sehr, sehr viel mehr Deko. Was ist denn mit dem hier? Kommen die denn noch klar? Oh Gott, sind die schnell. Alter, wie schnell sind die denn? Hilfe. Okay, also die können auch sehr viel mehr Deko haben. Boah, da müssen wir ja richtig krass loslegen. Ich darf leider die Dinger nicht nehmen, weil ob ich die so schön finde. Das ist ja alles nur für Salzwasser. Heißt das, wir müssen jetzt hier so ein bisschen vielleicht eine Steinwand noch aufbauen? Ich finde den roten ganz nett für den Hintergrund quasi. Vielleicht können wir auch in den Hintergrund noch was platzieren. Oh, vielleicht kann ich einen von diesen Bäumen im Hintergrund aufstellen. Stein, der ist auch gut. Ah, schon wieder kein Platz mehr, wa? Die auch nochmal. Haben wir noch sonst irgendwas, was da vielleicht noch rumstehen könnte? Ja, hier so eine zerbrochene Vase. Nee, das da. Das ist perfekt. Eine zerbrochene Vase ist auch gut. Haben wir denn hier vielleicht auch eine Schatzkiste? Ich finde so eine kleine Schatzkiste oder sowas hier.
Nehmen wir auch mit. Oder so ein Dino-Gerippe. Oh, jetzt unterbrich mich doch nicht. Ich bin gerade noch nicht fertig. Okay, Moment. Wir stellen das schon mal ab und dann könnt ihr euch das schon mal angucken. Dann kann ich nämlich auch gleichzeitig schon mal den Hintergrund platzieren. Ja, ja, also das wird schon. Das wird schon was. Wir gehen jetzt erstmal runter. Nein, jetzt habe ich den ganzen Mist hier. Na, egal. Der ist sowieso gleich weg, wenn ich runtergehe. So, wir sind wieder zu Hause. Wir machen ganz kurz auf und dann hatten wir Geld. Gleichzeitig. Und füllen auch wieder nach. Sehr schön. 100% war nicht sehr sonderlich viel verdient. Ach nein, warum verkauft ihr denn? Warum kommen die immer so viel? Roter Blutpapageienfisch muss wieder nachkaufen. Und Deko. Mein Schatz ist weg. Kaufen 3. Und Deko und Anker. Ihr wisst schon. 1, 2, 3. Nervt, dass man das immer wieder neu kaufen muss. Vase ist noch da. Hat mir nicht noch eine Skulptur hier irgendwo? Irgendwann mal? Zu Anfang der Folge oder so? Kaufen wir die auch noch. Und auch nochmal so einen Kopf. Weil wir es können. So, fühlen die sich jetzt besser? Nein, wir haben zu wenig Guppies. Wir haben ganz viele Guppies verkauft. Aus Versehen. Also, versehentlich. Also, hä? Na, 4 werden wohl reichen. Ja, jetzt sind sie wieder glücklich. Puh. Der ist ausgewachsen. 142. Boom. Der ist auch ausgewachsen. Oh, ein dicker Clownsfisch. Voll dick, aber immer noch nicht erwachsen. Naja, was soll ich machen? Ich muss sie ja trotzdem verkaufen. Oh, nicht vergessen. Ich muss ja nochmal auffüllen. Ich will doch eigentlich hoch. Ich will weitermachen. Meine Fische warten. Angestellte, wo seid ihr denn? Ich gucke immer nur, wenn es denen so weit gut geht, gehe ich wieder. Oh, ich hasse es hier. Ja, perfekt. Alles gut. Tschüss. Und wieder nach oben zur Ausstellung. 57%. Es wird, Leute. Es wird. Ah, kann ich das nicht auch hier einfach direkt reinschmeißen, wo ich schon mal gerade da stehe? So, wischen wir dann nach hinten. Oh nein, habe ich da irgendwas gerade? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe das da hinten irgendwie im Bild. Nein, schade, das war es gerade so gut. Gefällt mir generell nicht so. Ich finde irgendwie die Farbe von dem Stein nicht so richtig gut. Wir machen ihn einfach ein bisschen kleiner, damit er nicht so auffällt. Ich nehme mal das Aquarium nochmal. Nee, Moment. Erstmal die Wand da hinten befestigen, wo das gerade schon mal steht. Theoretisch auch schon mal. Nein, really. Nein, warum ist denn das jetzt passiert? Ah, jetzt habe ich das aus Versehen da angebracht. Es ist einfach nur so bescheuert. Na, no. Ich habe irgendwie aus Versehen nicht drauf geachtet, wo ich hinklicke. Oh, das war richtig dumm. Naja gut, aber jetzt, wo wir angefangen haben, müssen wir es auf der anderen Seite auch durchziehen. Leider. Das geht sonst nicht. Das ist sonst bescheuert. Leider blöd. Ich frage mich nur, ob ich da was anderes nehmen kann. Ich nehme das Gleiche. Okay. Ist auch in Ordnung. Es ist okay. Hier brauchen wir definitiv immer Lampen, damit man es schön ausleuchten kann. Ach so, ich könnte hier auch noch den Fußboden verändern. Und einmal bitte einen Futterautomaten. Und nicht, dass wir nachher immer wieder gleichmäßig dann die Futterautomaten nachkaufen müssen. Das wäre schon echt teuer. Naja, gut, wobei lieber einmal nachkaufen, als die ganze Zeit immer darauf achten müssen. Ich muss wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit darauf achten. Hier würde ich vielleicht auf Gelb gehen. Nicht viel. Ja, so von wegen Wüstengelb. Hier auch. Oder so ganz bisschen vielleicht rötlich. Mal ausprobieren. Aber wenn, dann müssen wir genau andersrum machen, weil hier ist eine rote Pflanze. Wir versuchen es mal hier. Rot, nur auf 9. Dann machen wir hier Gelb. Ich bin sogar fast am Überlegen, noch einen dazwischen zu hauen hier. Ja, wie gefällt euch das? Ich finde es eigentlich ganz schön. Was sagen denn die Fische? Ach so, immer noch zu wenig Deko. What the hell? Habe ich da hinten noch welche liegen? Oh ja, deswegen ist das zu wenig. So, jetzt müsste es aber gehen. Wir haben natürlich auch welche, die hier ganz gut reinpassen. Das da. Kriege ich das so gerade hin? Nein! Ah, Mann, das wäre so gut gewesen. Das ist auch sehr toll. Dieser Kopf da. Kriegen wir den irgendwo so schick range... So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen größer gemacht, aber das könnte man auch noch ein bisschen größer machen. Und dann da vielleicht so fallen lassen. Jetzt haben wir jetzt hier so einen Stein, ne, auf den Boden gelegt. Jetzt ist er so drinnen. Oh, Gott sei Dank ist der stehen geblieben. Der ist ja viel zu groß. Nein, jetzt habe ich außerdem... Jetzt habe ich den Baum umgeworfen. Katastrophe. Den muss ich gleich wieder aufheben. Der ist definitiv zu groß. Den will ich nicht so groß haben. Also der muss ja irgendwo hinten versteckt sein. Ja, da irgendwie so da hinten verstecken. Finde ich okay. Das hier finde ich ziemlich doof. Das muss aufgestellt werden. So, irgendwie. Und dann da auf den Boden. Nein! Oh Mann, oh, der stand doch so cool. Wieso steht der denn jetzt nicht mehr? Kann ich den nicht jetzt schon statisch fallen lassen? Nein! Versuchen wir es mal hier. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Wenn ich das jetzt wieder aufhebe... Nein, ich will den doch noch drehen. Der soll stehen. So wie der halt normalerweise auch steht. So halt. Ah, Mann! Das muss doch jetzt gehen. Einfach gerade runter. Artikel wird in den Boden. Kann ich das nicht einfach so machen? Sieht blöd aus hier mit den Wurzeln und so. Aber okay. Das ist vielleicht besser. Ja, jetzt gucken wir nochmal, wie es den Fischen geht. Ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Nee. Vegetation ist gut. Hier ist unteres Ende der Dekoration. Und der ist auch okay. So, dann haben wir jetzt hier unsere Unterwasserlandschaft.
Ah, oh, nein. Es klingelt schon wieder. Ich war gerade hier am Enjoyen. Ich habe gerade hier mal ein bisschen reingeguckt, genossen, dass es so hübsch aussieht. Das sind unsere beiden neuen Aquarien für die Ausstellung. Alles so unterschiedlich, ne? Ich finde auch, dass die pinken Dinger, die sind so cool gewachsen. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit den Palmen wird, ob die auch so krass cool wachsen. Ja, wir müssen nach unten, ne? Okay, also ich gehe nach unten. Wir lassen nochmal die ganzen Sachen verkaufen und gucken, dass wir da genug verdienen. Mal schauen, wo wir da stehen bleiben. 31.000 sind wir gerade. Öffnen bitte. Ja, und dann bin ich gespannt, was wir mit 40.000 kriegen, weil da gibt es ja diese andere Ausstellung oder was das ist. Dieses, wie ist das nochmal? Ozeanium oder so? Hä, es wird immer weniger, was soll das? Weil ich mir nicht mehr so viel Mühe gebe. Ah, vielleicht, weil das auch so dreckig ist. Ich könnte vielleicht in der Zwischenzeit jetzt nochmal, also ich würde jetzt, nein, der ist krank. Ich würde jetzt in der Zwischenzeit hier einmal alles putzen, ne, dass es einmal wieder gut aussieht, alle versorgen und so und alles auffüllen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. In der Hoffnung, dass wir bis dahin dann die 40.000 haben. Vielleicht schneide ich da dann ein bisschen knapper nochmal zusammen, dass wir dann gucken können, was es da gibt. Gibt sicherlich auch irgendwas. Warte mal, das sieht man ja, wenn ich hier drauf drücke. Ozeanarium ist auf jeden Fall das, was es im Moment gibt. Vielleicht kommt ja später noch was dazu. Ich glaube, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Ich weiß gar nicht genau, ob es schon fertig ist. Naja, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.